Alle Erwartungen gesprengt hat die Bike Austria 2017. Vom 3. bis 5. Februar pilgerten nicht weniger als 47.543 Besucher auf das Messegelände in Tulln. Ein neuer Rekord, zumal heuer den ATVs, Quads und Side-by-Sides zum ersten Mal eine ganze Halle zur Verfügung stand. Und das mit Erfolg. Die Vertragshändler von Arcticat, Can-Am, Polaris und Yamaha, die hier ihr Krabbelzeug präsentierten, freuten sich über ein tolles Interesse. Neben Freizeiteinsätzen galt dieses vor allem den Anwendungen bei der Arbeit, für die Yamaha das Side-by-Side Wolverine zeigte. Und auf dem Stand von Arcticat-Händler Motorbike Winkelmeier aus Bad Vöslau standen die neuen Altera-Modelle mit entsprechendem Zubehör im Mittelpunkt. Das Watzinger-Team präsentierte die Marke Polaris, bei der vor allem die Mittelklasse-ATVs vom Typ Sportsman 570 die Leute anlockten. Aktiv zeigte sich in Tulln auch die Szene. Mit Quad Power präsentierte sich auf der Bike Austria 2017 ein jüngst gegründeter Club, der für die kommende Saison mit einer Sardinien-Tour bereits ein tolles Programm geplant hat und sich über weitere Mitglieder freut. Spektakulär gab sich der Outlander-Umbau von Can-Am-Händler Alrad Horn, der mit Raupen ausgestattet ist und bei der Wartung von Notrufsendern zum Einsatz kommt. Bei der Bekleidung erwies sich die Marke Wulfsport als der Renner. Hier punktete insbesondere die Kinderbekleidung. Neben den Zeitschriften gab es am Stand von ATV & Quad auch einen Espresso. Im Fokus standen neben den ATVs auch die Side-by-Sides. Auf dem Can-Am stand hier insbesondere der brandneue Maverick X3 sowie die dreirädrige Spider-Baureihe, die als Tourer für den Einsatz auf der Straße den meisten Bikern in Tulln freilich am nächsten stand. Was Bikerbekleidung betrifft, erwies sich das Angebot auf der Bike Austria 2017 mitunter als überaus extravagant. Spannend auch der Motorradstand von Yamaha auf der Bike Austria 2017. Neben den Bikes zeigte der japanische Hersteller auch ein vierrädriges Spaßmobil. Das allerdings weder ein ATV noch ein Quad noch ein Side-by-Side war. Auch was das Zubehör betrifft, war die Bike Austria 2017 für so manche Überraschung gut. Zurück zur Quad-Halle. Der Zuspruch auf der Bike Austria 2017 war so groß, dass auf Österreichs nächster Bikermesse in Tulln wohl auch Marken wie Access, E.ON und TGB nicht fehlen dürfen.